Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns mal die AMD an, die AMD-Aktie. Gleich mal vorweg, wer sie sich innerhalb des letzten Jahres ins Depot gelegt hat oder noch früher, schon mal herzlichen Glückwunsch. Wenn wir uns mal hier den Jahreschart anschauen, dann sehen wir ganz deutlich, wie sich das Ding letztendlich in den letzten 3 Monaten mehr oder weniger fast verdoppelt hat. Und letztendlich die AMD ist letztendlich uns davon gelaufen. Ja. Also während gegen drittes, viertes Quartal letzten Jahres 2019 sich vorgenommen hatte, eventuell nochmal nachzukaufen und hat es nicht sofort getan. Tja, der sozusagen schaut jetzt dem segelnden Schiff hinterher, so ungefähr. Wenn wir uns mal kurz die Kennzahlen hier anschauen, Dividende schüttet diese Aktie nicht aus. Das ist eine typische Tech-Aktie von Silicon Valley. Das Gegenstück letztendlich zu Intel. Also wer Intel hat und AMD, der hat zumal auch eine sehr, sehr gute Risikostreuung, würde man sagen. Und das hat direkte Konkurrenz. Wir kennen es natürlich, also der eine oder andere, wenn er sich jetzt einen neuen Laptop kauft oder so weiter. AMD hat jetzt auch wieder neue Prozessoren und neue Laptops rausgebracht, also wo die Prozessoren die neuen drin sind. Und ich habe selber so einen Laptop mir letztes Jahr nochmal gekauft, zusätzlichen. Und also wirklich super, laufen sehr, sehr gut. Sind meistens auch noch etwas günstiger als die Laptops mit gleicher Performance, vergleichbarer Performance und mit Intel-Prozessoren. Ja, also das hat sich auch so vom Kurs hier soweit aus gezahlt. Was ich halt natürlich jetzt ein bisschen überteuert finde, da ich mir halt vorgenommen habe, einer meiner Ausschlusskriterien, wenn ich mir jetzt Aktien schaue, welche ich jetzt kaufen würde, hier ist halt der KGV 44, also letztendlich vor 3 Monaten war circa halb so hoch. Da hätte ich also noch nachgekauft, aber mittlerweile ist es für mich persönlich, was mich betrifft, eben zu teuer. Also nicht, dass es gibt bestimmt nicht die einzige Technologieaktie im Nasdaq, da wo wir uns im KGV um die 40 herum bewegen. Ja. Können mal ganz kurz nachschauen. Ich glaube sogar die Amazon hat ähnliche KGVs, obwohl die jetzt in den letzten Monaten nicht so super gestiegen ist. Ja, Amazon hat sogar einen KGV von 68. Ja, und manche, also wenn ich jetzt übriges Geld hätte, würde ich es vielleicht sogar auch noch kaufen. Also rein KGV sagt natürlich sehr wenig aus, aber eine AMD kann man natürlich jetzt auch nicht mit Amazon vergleichen. Ja. Amazon ist einfach sozusagen eine Aktie mit absolutem Burggraben. Ja. Amazon ist konkurrenzlos de facto. Und AMD ist eben nicht konkurrenzlos. Ja. Also es kann also jederzeit mal wieder auch runtergehen, wenn irgendwas ist, wenn die Konkurrenz irgendwas macht, wo AMD irgendwas Neues erfindet, wo AMD dann erstmal wieder nachziehen muss. Da können sich schneller mal Verschiebungen ergeben, als wie jetzt bei einer Amazon. Ja. Und von daher halte ich mich jetzt zurück. Also wer im Oktober letzten Jahres nachgekauft hat, herzlichen Glückwunsch. Ja. Insgesamt, wer die Aktie schon länger hat, ja, sowieso. Aber ich persönlich, ja, also zum Nachkaufen ist für mich persönlich jetzt der Zug abgefahren erstmal. Also ich schaue jetzt erstmal, wie sich insgesamt die Tech-Aktien so entwickeln dieses Jahr. Und ja. Ich halte mich zurzeit so bei Tech-Aktien, die ich nicht sozusagen in- und auswendig kenne, sowieso ein bisschen zurück. Ja, und besonders bei Tech-Aktien, die mit Hardware zu tun haben. Ja. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte als wie Tech-Aktien, die jetzt sehr stark ins Cloud-Geschäft gehen, weil das ist absolut der Zukunft. Klar, auch da benötigt man irgendwo Hardware. Ja, auch die Server müssen mit irgendwelcher Hardware ausgestattet sein. Aber es gibt halt dann insgesamt keine wirklich disruptive neues Businessmodell oder so, was jetzt die Hardwaresteller betrifft. Ja.
sind letztendlich am kürzeren Hebel, was die ganze Cloud Computing Geschichte betrifft. Und von daher eher ein bisschen vorsichtiger, als wir jetzt bei typische Cloud-Firmen wie Akamai, SAP und Microsoft und so weiter, die ich ja auch als mehrfach schon vorgestellt habe. AMD geht bei mir eher in die Richtung wie jetzt eine Citrix, eine Cisco, obwohl die auch alle irgendwie jetzt ins Cloud-Geschäft wollen, ist schon klar, aber auf jeden Fall ist mir das jetzt einfach zu stark, hat sich letztendlich verdoppelt, kann sich meiner Meinung nach auch nochmal erhöhen, aber es gibt vielleicht bessere Aktien. Also ich persönlich halte mich momentan da zurück. Ich weiß, dass viele da draußen jetzt nach AMD schreien, aber es ist halt das typische, das ganz normale Phänomen. Ne? Also wenn sich so eine Aktie in 3 Monaten verdoppelt hat, dann weiß es auch wirklich auch der Letzte, dass sie gut gelaufen ist. Ja? Aber die Frage stellt sich halt, ist dann letztendlich schon der Zug abgefahren? Da sollte man sich jeder für sich entscheiden und die Frage stellen. Und dann eben seine eigene Entscheidung treffen. So weit, so gut. Meine Meinung dazu, weil ich jetzt eben auch häufiger auch auf Facebook und so darauf angesprochen worden bin, was ich jetzt von AMD halte. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Bis dann. Ciao.